Westküste FM, der Buchtipp. Heute von Gabriele Scheller. Anne Nordbø, Eiskalt tot. Erschienen bei Gmeiner. Da haben die großen Publikumsverlage wohl nicht aufgepasst, als sie dem kleinen Gmeiner Verlag diesen erstklassigen Skandinavien-Thriller überlassen haben. Kopenhagen 2019. Ein eisiger Winter hält die Stadt fest im Griff, als im Hafenbecken eine kopflose Leiche treibt. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass der zuvor abgetrennte Kopf offenbar wieder angenäht wurde. Warum macht jemand so etwas? Wenig später wird ein enthaupteter Seehund am Strand gefunden und kurz darauf noch ein weiteres tiermenschliches Kunstwerk. Offenbar ist in Kopenhagen ein irrer Serienmörder unterwegs, der unglaublich raffiniert vorgeht, denn auf Überwachungskameras ist so gut wie nichts zu sehen und Zeugen gibt es kaum. Die Mordkommission unter Leitung von Kirsten Winter mit dem Neuen im Team Jesper Beck und der Grönländerin Marit Rauch-Iversen ermitteln. Übrigens wird es im Lauf der Story noch viel kälter. Eine Spur führt nach Grönland aufs Inlandseis. Ein Hammer-Thriller, bis zur letzten Seite spannend.